Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Infinus aus dem SS Software Blog. Ja, der ATS wurde nun auch geupdatet für die 1.53. Und was ist da neu mit dabei? Nämlich das Californian Rework in der Phase 4. SS ist ja nach wie vor dabei, das alles zu reworken. Das umfasst ja 10 Städte und davon sind 3 komplett neu in die Welt des ATS gekommen. Finde ich richtig gut, dass da auch ein bisschen noch dran geschraubt wird an dem Ganzen. Ne? Also das Gebiet ist auch komplett überarbeitet worden. Nicht nur an Städte, sondern auch diverse Straßen, Küstenstraßen wurden überarbeitet, komplett neu hinzugefügt und. Nicht zu vergessen, wurden aus der Originalkarte einiges entfernt und komplett neu aufgebaut. Das darf man, also schon a lot of work, muss man fast sagen. Finde ich, geht sogar ein bisschen unter, auch im Blog finde ich, dass da wirklich ganz viel dran gearbeitet wird, finde ich zumindest, im California Rework. Ne? Das ist schon richtig, steckt richtig viel Arbeit drin. Schauen wir mal kurz die Bildchen an. Und da kann man wieder erkennen, dass, finde ich zumindest, im ATS viel mehr Liebe drin steckt, wie im ATS 2. Das ist meine persönliche Meinung einfach. Viel mehr Details und da kann man so viel entdecken und das ist einfach richtig toll geworden. Ne? So, Unloading-System. Im ATS war es ja so, gibt es seit der 1.50 und wurde jetzt hier erweitert auch mit der 1.51, dass man zumindest aktuell nur beim Holz B und Entladen, dass man hier sieht, also B und Entladen, ne? Das Ganze funktioniert jetzt auf der kompletten Karte, ne? Aber erstmal nur Holz, ne? Ansonsten kommt da Getreide und das andere ganze Gedöns kommt ja später noch mit dazu, also die Erweiterung, aber immerhin ist Holz jetzt auf der kompletten Karte so, also das B und Entladen so verfügbar schon mal. Finde ich auch gut, dass da auch weiter dran gearbeitet wird. Und da bin ich mal gespannt, wann das irgendwann mal von SCS in den ITS 2 übertragen wird. Das muss überraschen. Dann die 5. Generation vom Cascadia Freightliner ist natürlich auch mit dabei in der 1.53. Das wissen wir ja, haben wir auch schon angeguckt. So wie diverse Erweiterungen hier im Menü. Ist gleich wie beim ITS 2 mit den Punkten, mit den Standardwerten. Kann man sich hier dementsprechend nochmal anschauen. Genau mit dem Kamera Movement Speed. Ne? Da kann man das auch mal ein bisschen einstellen, wenn man möchte. Dann haben wir natürlich on top Spezial Transport Update. Gibt es hier auch nochmal was, wo ihr dann dementsprechend hier genau zwischen den umgebauten Städten LA und San Diego über die I5 könnt ihr jetzt hier diese Frachten fahren. Ne? Dann Schiebetandem Update habe ich tatsächlich, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Komme irgendwie noch nicht so ganz klar mit dem Ding. Ich habe es. Sieht schon echt spooky aus, wenn man sich das so anschaut. Das bleibt stehen und dann verschiebt sich das Ganze. Gibt es tatsächlich, also gibt es nur in den Staaten so. Bei uns in Deutschland undenkbar. Oder in Europa wahrscheinlich. Weil sowas gibt es ja bei uns nicht. Zumindest nicht in so einer Form. Und ja. Sieht schon ganz cool aus, oder? Wobei man hier achten muss, hier sieht man es anhand dieses gelben Balkens. Dann weißt du sofort, das ist dieser Sliding Tandem Auflieger. Und hier kannst du es dann hier dementsprechend einstellen. Ne? Also brauchen wir wieder irgendeinen Knopf auf der Tastatur oder am Lenkrad oder wo auch immer, wo ihr das dann betätigt. Nicht vergessen vielleicht. Gut, was man aber ganz wichtig vielleicht hier nicht vergessen hat, ist nämlich das hier mit den Wiegestationen. Hier steht es, aber Vorsicht, um diese Funktion so realistisch wie möglich zu machen, riskieren Sie nicht den Abstand der Hinterachse beim 40 Fuß, denn auf kalifornischen Wiegestationen gibt es dann erstmal eine fette Geldstrafe, wenn ihr da das nicht beachtet, meine Damen und Herren. Also das bitte hier anschauen. Genau. Gut, das mal so zur 1.53 im ATS. Und übrigens, der ATS ist aktuell gerade im Sale. Kostet bloß noch 5 Euro. Also wer den ATS noch nicht hat, da gerne mal einkaufen, meine Damen und Herren. Da könnt ihr echt nichts verkehrt machen. Mit 5 Euro. Und da habt ihr, was hier für Zeug damit dabei ist. Wahnsinn. Also das vielleicht mal am Rande zu erwähnen. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne zum Update, gerne kommentieren. Entweder hier oder im SCS-Blog. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, vergessen die Glocke drücken, damit schon einen schönen Tag macht. Gut, bis bald und adios.